Guten Morgen, schön, dass du hier wieder auf meinem Kanal Künstlerstreich bist. Ich möchte heute mal eine ganz entspannende Malerei machen. Deswegen habe ich hier schon meinen Kaffee stehen. Und ich habe hier mir verschiedene Palettenmesser hingelegt. Sie brauche ich. Ein bisschen Farbe. Ich habe mir auch noch den Kaffeefilter von gestern hier hingelegt. Der Kaffee ist also schon trocken. Das Bild hier, das ist ja schon im Kanal. Ich habe viele, viele Bilder mit Kaffee und Struktur gemalt. Und hier sieht man ganz schön nochmal die Struktur. Und ich kann hier auch so rüberfassen, das ist fest. Und ja, mit der Farbe des Kaffees male ich auch gerne. Ich mag auch gerne die Ränder, die entstehen. Mal schauen, was wir heute machen. Es ist fest, es riecht nicht, es schimmelt auch nicht. Ich möchte es heute fließen lassen. Da ist er. Also fange ich mit Wasser an. Also ich sprühe erstmal ein bisschen Wasser drauf. Ich möchte mit der ganz flüssigen Farbe arbeiten. Ach, aber eigentlich können wir doch nochmal einen Schubser Gold drauf gießen. Ein schöner Farbton, finde ich. Ja, als Alternative gucken wir uns mal an, die flüssige Farbe. Also du siehst, die ist schon anders, wenn du da so raufklickst. Aber wir können beides schön verstreichen und ich habe jetzt den Kaffee nicht so stark gekocht, weil ich ihn gar nicht zum Malen verwenden wollte. Ja, der Farbton ist natürlich viel, viel stärker jetzt von der Farbe. Ja, das macht natürlich auch Spaß, einfach mal wieder immer wieder Farbe raufgießen. Du siehst die tollen Ränder hier. Die Farbe, eine Farbe verdrängt halt immer auch die andere. Und ja, gerade diese Linien, die mag ich ganz gerne, die dann entstehen. Aber auch die Farbnuancen. Also es vermischt sich ja jetzt unterschiedlich. Und du brauchst auf nichts zu achten. Mach das einfach und genieße das. Jetzt gebe ich mal das Kaffeepulver dazu. Das ist jetzt ein schöner Farbkontrast. Und du siehst schon, dass sich das Kaffeepulver ja auch vermischt mit der Farbe. Und darüber ändert sich ja auch wieder der Farbton. Jetzt gebe ich nochmal ein bisschen Pulver dazu. Ich möchte natürlich so ein bisschen Frühling heute haben, also so ein paar florale Formen, also organische Formen, einfach reinziehen. Das macht richtig Spaß, also richtig schön hier mit dem Palettenmesser so Formen reinbringen. Und du siehst jetzt auch, hier vermischt sich nochmal das Kaffeepulver, also da entsteht nochmal wieder ein Farbton. Der Kaffee gibt da noch ein bisschen Farbe ab. Ja. Jetzt möchte ich Farbe dazugeben, also richtig einen Farbton. Ich möchte mit so grün-blau arbeiten. Läuft halt immer gar nicht so. Erst wenn du Wasser dazugibst und das wird jetzt echt kräftig von dem Farbton. Aber das Blau mochte ich jetzt auch nicht. Und du kannst ja auch einfach einen Farbton mischen und den einfach raufgeben, also deine ganz normale Farbe. Ein bisschen Weiß dazu, das ist mir jetzt nämlich ein bisschen zu heftig. Ich mische jetzt einfach ein bisschen Farbe auf der Fläche. So kannst du eben deinen Farbton wieder verändern. Die Farbe fließt halt schön auch an die Struktur ran. Mit dem Pinsel muss ich jetzt aufpassen, weil sonst löse ich meine Struktur. Ich habe es eben einmal geföhnt. Es ist fest, also ich kann hier auch ordentlich schütteln.
Der Farbton ist ein bisschen gedämpfter jetzt. Ich möchte so weiche Übergänge haben und deswegen geht das mit der Farbe eigentlich immer ganz gut. Aber du siehst, es läuft nicht. Also jetzt gebe ich mal Wasser hinterher nach und es soll halt nicht darüber spritzen. Also einfach kurz abdecken. Ich verstreiche das hier lieber ein bisschen vorsichtiger. Die Struktur ist halt nicht jetzt so fest. Also lieber ein bisschen vorsichtiger arbeiten. So, die Farbe gefällt mir schon besser jetzt. Also es knallt nicht mehr und hier sind weiche Übergänge und du siehst, du kannst auch die Struktur selbst nochmal betonen. Nee, ich suche hier jetzt einen Farbton für und da eignet sich einfach der Kaffee. Also der Kaffee färbt das so schön warm und den kannst du einfach auch beimischen. Das riecht auch nicht oder so, ne? Also dieser Geruch vom Kaffee, der verzieht einfach ganz schnell wieder. Ist halt transparent, aber da gebe ich noch mal ein bisschen Farbe dazu. Sehr entspannt. Also ich habe es genossen gerade, so abzutauchen, gar nicht groß drüber nachzudenken. Es ist sehr simpel. Du kannst dich an der Form inspirieren, orientieren, kannst einfach gucken, was kommt. Also lass einfach irgendwas entstehen. Und ich finde die Struktur immer ganz schön. Zuerst gefiel mir der Farbton nicht. Jetzt finde ich es ganz toll, das Grün guckt von unten immer noch mal durch und auch die Kombi jetzt von dem Kaffee und also diesem Braun und dem Türkis-Grün finde ich ganz gut. Ja, also genieße deine Kaffeepause heute mal bunt. Nimm deinen Kaffee einfach, nimm das Kaffeepulver und fang an zu malen, egal welche Farbe. Du siehst hier das Pink oder Violett, du kannst Orange nehmen, Brauntöne, was auch immer du willst, wonach der gerade ist. Also greif einfach zu deinen Farben. Du bist jetzt inspiriert? Ja, super, dann los geht's. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ihr alle da seid, dass ihr hier seid, dass wir hier zusammen immer unseren Sonntag starten. Ich freue mich total immer und es ist so toll. Also danke, dass du da bist. Danke. Und für dein Like, vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja, in dem Video siehst du, wie ich die Farbe direkt aus dem Gefäß genommen habe, also gebrauchsfertige Farbe. Aber du kannst sie dir natürlich auch vorher mischen, nicht erst dann auf der Leinwand. Dann weißt du vorher auch, wie die Farbe sich vermischt. Und wenn du das machst, dann kannst du die Farbe auch aufheben, wenn du was übrig hast.
und muss die nicht gleich wegtun. Dazu habe ich dir auch auf Seite 15 was geschrieben. In dem blauen Kästchen ganz unten steht nochmal ein ganz kleiner, kurzer Tipp. Ja, also schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich immer wieder über diese tolle Gemeinschaft, über dich, über euch alle, dass wir uns hier treffen, immer wieder, und ich dich begleiten kann und du eben auch mich auf meiner malerischen Reise. Also genieß einen schönen Sonntag. Dankeschön.